drei Dinge, die ich am Nio ET7 richtig gut finde. Das erste ist, schaut mal hier die Anzeigen im Tacho-Display. Da sehe ich, was da so an Autos um mich rum ist. Hier mein Mittendisplay. Das erinnert alles ganz schön an Tesla und das wahrscheinlich nicht zufällig, aber ich finde das ziemlich gut. Das zweite ist, schaut mal hier, das kleine Gesicht auf dem Armaturenbrett. Hey Nomi. Hallo. Spiele Star FM. Das ist so die personifizierte künstliche Intelligenz. Und das ist echt, echt niedlich gemacht. Und das dritte ist die Effizienz vom Auto. Ich fahre den auf der Autobahn mit weniger als 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometern. In der Stadt war ich teilweise auf 11 Kilowattstunden runter. Das sind wirklich gute, effiziente Werte. Und da kann Nio auch wirklich bei den etablierten Herstellern mitspielen. Bei Mercedes und bei Tesla. Das finde ich gut.